Ja, guten Tag, mein Name ist Jakob Schroth, ich bin 20 Jahre alt und studiere hier an der TU Dresden Politikwissenschaften und bin jetzt im vierten Semester. Hier in Dresden, das muss man wissen, der Studiengang Politikwissenschaft, das spielt sich nicht nur in den Hörsälen ab, sondern es gibt hier jede Menge externe Angebote. Wir haben die Stiftungen, wir haben Organisationen, Verbände hier, die ständig Veranstaltungen organisieren. Dresden ist ein hochpolitisches Umfeld, beispielsweise ist der Bundesverteidigungsminister Honorarprofessor hier in Dresden und das macht es eigentlich sehr attraktiv, das Umfeld. Und wer hier Politikwissenschaft studiert, der hat nicht nur die theoretischen Grundlagen, sondern tatsächlich auch den Praxistest. Hinter uns ist ja hier gerade der Sächsische Landtag und das zeigt eigentlich auch die Nähe zur Politik. Der Studiengang an sich ist gegliedert in die drei klassischen Teile: politische Theorie, politische Systeme und internationale Beziehungen. Da Dresden sehr internationale Ausrichtung hat, ist internationale Beziehung hier besonders wichtig. Ich zum Beispiel habe im letzten Semester ein Seminar gehabt zum Thema die Zukunft der NATO. Die NATO wurde ja gegründet im Kalten Krieg, um also dem Kommunismus etwas entgegenzusetzen als Verteidigungsbündnis. Und nach Zusammenbruch des Kommunismus ist nun die Existenzgrundlage der NATO etwas in Frage gestellt. Ja? Das klassische Feindbild ist nicht mehr da. Und die Frage ist jetzt, was macht man mit der NATO? Und genau das haben wir zum Beispiel in einem Seminar ziemlich lange erörtert und analysiert, Konzepte geschrieben, Empfehlungsschreiben verfasst. Beispielsweise ist eine Idee, dass die NATO nur noch zur Interventionstruppe wird. Dass also die NATO sich auf militärische, humanitäre Intervention nur noch bezieht und dass man die NATO entsprechend ausbaut in diesem Feld. Das sind also Ideen, die man hier zum Beispiel diskutiert. Wie gesagt, das ist das Markanteste an Dresden, die Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis. Und nicht nur das politische Umfeld, sondern auch das kulturelle Umfeld ist natürlich sehr, sehr lebenswert hier in der Stadt. Und deshalb bin ich auch hier sehr froh mit der Studienwahl.